Hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Und zwar, ich habe jetzt noch mal ein paar Minuten für mich und ich bin fertig mit Weihnachtszeug wegräumen und Budenzauber. Meine Hände sehen auch dementsprechend aus. Und jetzt brauche ich ein bisschen was, um mich runterzufahren. Meine letzten Tage waren sehr aufregend. Ja, viele Kinder, viele Sorgen. Ja, aber ich habe Bock, mit euch noch mal so ein paar Kleinigkeiten zu machen. Und zwar habe ich... Ich glaube, die habe ich bei Facebook gepostet und wurde dann gefragt, wie ich die gemacht habe. Und zwar handelt es sich um Paperclips. Die sind super easy, super einfach und die kann man auch ganz, ganz cool nehmen, um so ein paar Reste, Papierreste zu verwerten. Und man kann dafür alles Mögliche nehmen. Man kann Sticker nehmen, man kann Motivationssprüche nehmen, man kann Stempel nehmen, was man auch immer gerne möchte dafür. Man kann auch, glaube ich, getrocknete Blümchen nehmen. Und für was kann man die nehmen? Ja, das ist auch ganz mega easy. Man kann die, ich nehme die gerne zum, als Lesezeichen, weil wenn ich die normalen, diese Papierdinger dann da nehme, die rutschen bei mir raus, wenn ich das Buch hier hinterhin dorthin tue. Ja, dann ist es weg und dann muss ich doch die Seite wieder raussuchen. Aber wenn ich mir so einen Clip da rein tue, oben dran tippe, passiert das nicht. Oh, seht ihr, das war auch, passiert das nicht so schnell. So, ich habe hier verschiedene Stempel genommen dazu, die sind im Prinzip ganz simpel und easy und habe die dann auf die ATC-Karten gemacht. Und dann kann man die dann auch weiter verschenken, es waren auch ein paar mehr, die habe ich schon mit weiter verschenkt. Und da kann man die halt, ja, irgendwo dran klipsen. Muss ja nicht viel Sinn machen bei uns Bastlern, ne? Es muss nur tuffig und niedlich aussehen. Und da dachte ich mir jetzt, wo ich so mein Stündchen habe, dann machen wir die mal zusammen. Hier bei denen habe ich schon gesehen, ist das abgegangen. Das war mir aber klar, weil bei mir hier nämlich die Heißklebefolie dann alle war. Was braucht man dazu? Ja, man kann die in verschiedenen Größen machen. Das ist im Prinzip euch ganz allein überlassen. Jetzt tue ich erstmal hier meine Prärie wieder fort. Man kann die zum Beispiel in so ganz großen machen. Die hier habe ich von Teddy. Da kosten 8 Stück. Ich kann euch wieder mal nicht so perfekt sehen. Da kosten 8 Jumbo-Klammern 1 Euro. Absolut kein Thema, ne? Die sind richtig cool, sind schön groß. Da kann man natürlich auch, sind farbig, was ich echt mega cool finde. Ich habe mir dann gleich 2 mitgenommen, weil die gibt es echt relativ selten im Teddy. Und sollte ich nochmal welche finden, nehme ich auch nochmal welche mit. Lass mal gleich drauf. Dann hatte ich hier, ich glaube, das war auch mal aus dem, ja, ist auch mal aus dem Teddy, so ein Set hier. Wo man alles Mögliche drin hat. Da habe ich auch 2 verschiedene Größen drin. Einmal diese Größe. Und dann dieser, ja, diese übliche Größe. Also diese 3 Größen habe ich jetzt hier. Und ich würde sagen, wir machen für jeden eins fertig. Wir brauchen auf jeden Fall Büroklammern in sämtlichen Größen, Farben, ist euch überlassen. Was brauchen wir dann noch? Ja, das, was ihr gerne mit dazu haben möchtet. Ich habe mir jetzt noch so ein paar Stempelabdrücke rausgesucht, weil ich möchte das mit euch direkt Schritt für Schritt machen. Stempelabdrücke, Sticker, was ihr gerne möchtet, kann man mit dazu machen. Ich habe hier auch noch Motivationssprüche, also falls einer Bock hat auf einen Motivationsspruch, habe ich hier meinen absoluten Lieblingsspruch. Momentan, so wie ich bin, bin ich gut. Den können wir auch mit verarbeiten. Den tue ich mal mit hier hin. So, ja, wir haben unsere Büroklammern. Wir haben unsere Stempelabdrücke. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall, ich nehme das auf jeden Fall, Laminierfolie. Weil ich mir meine Stempel und Sticker, was auch immer, einlaminiere, damit das einfach noch so ein bisschen, bei Stickern ist es vielleicht nicht unbedingt nötig, aber das ist geschützter. Es ist auch gleichzeitig ein bisschen fester. Und ja, also brauchen wir Laminiergerät und Laminierfolie. Das habe ich natürlich hier. Laminiergerät steht hinter mir. Meine Laminierfolie. Und ich brauche eine Heißklebepistole, die ich mir jetzt auch schon mal anschmeiße. Damit die dann gleich auch funktioniert, ne? Das dauert ja auch immer so ein bisschen. So, dann machen wir die gleich mal an hier. Das gute Stück. Da seht ihr mich jetzt erstmal nicht, weil ich das hier an dem anderen Tisch dran habe. Jetzt habe ich vorne nämlich keinen Platz mehr.
dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe jetzt hier noch einige fertige. Ein Clipser wäre auch ganz gut, also so ein Locher, wenn ihr Locher habt. Warum, wieso, weshalb, zeige ich euch dann währenddessen, weil ich nehme da immer hinten so ein Klitschpitsch weg. Ja, wo sind jetzt? Ach hier. Ich habe mir Locher gekauft in verschiedenen Größen. Einmal diesen, ich habe ja noch mehr Locher, so ist das ja noch nicht. Aber die kann man da wunderbar entweder für die ganz klein nehmen oder dann für hinten. Das war so ein Dreier-Set, ich bei Amazon gekauft. Die braucht ihr definitiv auch. Es sei denn, ihr habt noch so eine Kreise oder was auch immer so. Könnt ihr auch natürlich als Vierecke hinten dran schneiden. Auf jeden Fall, um das dann hinten festzumachen. Ja, jetzt haben wir auch wieder Chaos. Und ich habe mir so vorgenommen, heute kein Chaos-Video zu machen. Naja, ist egal. Wir fangen auf jeden Fall mal an. Hier habe ich schon ein paar fertige. Fetzt aber nicht, wenn ich die jetzt soweit schon fertig mache. So, dann suche ich mir jetzt einen schönen Stempel ab. Also ich habe hier so ein paar schicke. Hier ist meine süße Gorgeous. Hier ist der. Und die Dinger sind auch ganz putzig. Ohne Worte, ne? Die sind ja mega. Das sind also Stempelabdrücke, wo ich immer meine Farben und Stifte ausprobiert habe. Ich glaube, das haben wir sogar zusammen gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ja, die ist schon mal so mega süß. Ich glaube, die lasse ich schon mal draußen. Den und die auch. So, gucken wir mal. Das wäre zum Beispiel ganz cool geeignet, dafür für so einen kleinen Paperclip. Ich lasse es mal mit hier liegen. So. Ja, ich liebe es halt Stempel, ne, mit Stempelabdrücken. Dafür habe ich ja 1 Milliarde Stempel. Nicht weiter sagen. Und, ach ja, ich wurde ja gefragt, ob ich meine Stifte gefunden habe. Ja, ich habe meine DoCrafts wiedergefunden. Die waren nicht mal hier in meinem Zimmer. Mein Mann hat kurz vor Weihnachten hier für mich was gewerkelt an meinem Basteltisch. Und er hat auch so ein Ding, was so aussieht. Und bei ihm sind Schraubendreher drin. Jede Menge so dieses, wie heißt denn dieses Werkzeug, dieses Feinmechanikerwerkzeug. Und dem seine Packung sieht genauso aus wie meine. So, die lag dann hier. So lagen die hier nebeneinander. Und er hat dann meine Packung anstatt seine rausgeteilt. Und ich weiß, dass seine noch hier lag und ich mich noch aufgeregt habe. Aber toll, jetzt hat sein Scheiß hier liegen. Und habe seins auch rausgetan. Das heißt, meine Stifte waren in der Werkzeugbox drin. Im Werkzeugschrank. Wir haben so einen kleinen Werkzeugschrank. Ich habe sie also wieder gefunden, meine DoCrafts. So, was nehme ich jetzt? Die haben wir schon mal ausgeschnitten. Den werde ich auch gleich ausschneiden. Und dann auf jeden Fall eine sehr gut funktionierende Bastelschere. Ich habe mir jetzt, ich glaube, bei VBS oder bei Ideen mit Herz, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, habe ich mir ein paar Scherchen bestellt. Und mal, ja, ich weiß nicht, also die von Action, die sehen bei mir ganz schnell, ne, hier sieht man es nicht, ich glaube, ich habe die schon weggeschmissen. Die sehen dann bei mir irgendwann mal so aus. Kennt ihr das Problem, dass sie dann einfach gar nicht mehr richtig zugehen? Ja, und jetzt habe ich mir so mal ein paar, naja, ich will nicht sagen bessere, so teuer waren die auch nicht. Aber sie liegen gut in der Hand, das ist schon mal sehr prima. Und da schneiden wir uns jetzt ganz grob unseren Dino aus, der ist so cool, oder? So, ich lasse euch jetzt einfach mitlaufen, weil Schritt für Schritt, ne? Ich lasse bei meinem Dino immer so einen kleinen weißen Rand, das machen sehr, sehr viele. Und wenn man sich dann dazu entscheidet, diesen weißen Rand zu lassen, wäre es ganz gut, wenn man versucht, rund um den Dino denselben Abstand, also denselben Rand zu lassen. Muss ja nicht immer Millimeter genau sein. Ist absoluter Quatsch, wenn man dann das so macht. Aber wenn dann auf einmal Rand da ist und Rand nicht mehr da ist, wenn man dann zum Beispiel anfängt und das, ja, man entscheidet sich, aus dem Rand zu lassen und dann schneidet man doch direkt so an der schwarzen Linie lang, sieht es unsauber geschnitten aus. Und so mit diesem Rand. Ja, das hat halt was, ne, finde ich. Das machen sehr, sehr viele, wenn es um ihre Stempelabdrücke geht, um dann die auf die Karten aufzukleben, aufzubringen. So. Ich hasse ausschneiden wie die Pest. Ich habe bei Facebook in so einem Video, die liebe Sonja weiß, um was es geht. Ich glaube, Lupina weiß es auch. Das sieht aus wie so eine Art Stift, wo so eine Klinge dran ist. Und da kann man so Sticker und ja, Stempel, was auch immer, wie so ein Stift so, einfach so dran langfahren.
Ich weiß nicht. Ich habe ja schon einiges bestellt, was bei diesen Videos da so mal zu sehen war. Weil ich bin da was bekloppt. Ich muss das unbedingt immer probieren. Solange es bezahlbar ist, ja. Da gibt es ja auch Zeug, was einfach dann erstmal wow, teuer ist. Und ich suche mir dann immer, ich merke mir, wie das Produkt heißt und google das und gucke dann immer, ob ich das nicht irgendwo ein bisschen billiger kriege. Wie zum Beispiel mit dem Schweinchen. Ich habe so ein cooles Schweinchen, das kam gestern an. Das zeige ich euch gleich mal. Das war auch in so einem Video. Einfach Kitsch ist das. Aber das ist so geiler Kitsch. Ich musste den haben. Und dieses Schweinchen zum Beispiel hat mal eben 30 Euro bei diesem Video. Also wenn man dann auf diesen Link bei diesem Video bei Facebook drückt, 30 Euro und da kommt noch Versand dazu. Gut, da hört es bei mir schon wieder auf. Weil ich sage immer, so Kitschzeug, so in der Art 10 bis maximal 20 Euro, da gehe ich mit alles, was drüber ist. Ja, dafür kann ich mir schon andere Sachen kaufen. Ne? Und mir und uns andere Sachen kaufen, nicht nur mir alleine. Ne? Ich bin ja hier kein Einzeltäter. So, jetzt haben wir hier unseren Dino fertig. So, dass auch ein bisschen schicki aussieht. So. Jetzt machen wir die kleine Gorgeous auch noch. Wie ich jetzt geschnitten habe, da gesehen, ich mache so lange auf Pause. Ist Quatsch, wenn wir das so lange laufen lassen. Bis gleich. Dann zeige ich euch auch das Schwein. So, da bin ich wieder. Ich habe das Schweinchen gleich mal rausgesucht. Das ist hier so ein kleines Ding. Haltet euch die Ohren zu. Das Ding ist übelst laut. Das macht man hier unten an. Und da rennt das durch die Gegend. Voll cool, oder? Musste ich haben. Das Ding immer, wenn es irgendwo davor läuft, rennt das in eine andere Richtung. Das sieht so urig geil aus. Ja, ich habe es bei Amazon dann für 6 Euro gefunden und dann habe ich natürlich gleich mal, ja, bestellt. Das musste ich haben. Wo man nur bei Kitsch waren. Wenn ich irgendwie sowas sehe, das muss ich mitnehmen. Da bin ich ein bisschen bekloppt. So, aber kommen wir zurück zu unseren Paperclips. Habe ich jetzt die Gorgeous ausgeschnitten. Und die drei laminieren wir jetzt erstmal ein. Und dazu nehme ich ganz übelst normal. Was habe ich denn heute mit übelst? Kein Plahan. Man hat ja bei diesen Folien immer verschiedene Größen. Hier hat man auch diese Ausweisgrößen. Also ich werde jetzt auch keine ganz großen nehmen, weil ich ja nur so ein paar Teile habe. Da kann ich mir die großen im Prinzip sparen. Und die dürften, wenn ich mich nicht irre, hier in diese kleinen reinpassen. Ich habe hier verschiedene Größen drin gehabt. So ein Laminiergerät, wer keins hat, also ich habe schon seit Jahren eins. Da geht ganz einfach mal zu Action oder so, wie auch immer, oder guckt im Internet. Die Dinger kosten um die 10 Euro. Ich glaube, ich habe es da auch schon billiger gesehen. Die Folien brauche ich immer, wenn ich Karten mache. Wenn ich jetzt so eine Schüttelkarten oder sowas mache, hierfür klappt das leider nicht, so wie das aussieht. Ich probiere mal, ob es funktioniert. Also ich brauche die Dinge auf jeden Fall immer. Ich jage die jetzt ganz, ganz flott durch mein Laminiergerät und bin dann gleich wieder da. So, da habe ich die mal schnell hier durchgeleiert durch das Laminiergerät. Da sind die schön verpackt, sind gleich auch ein bisschen stabiler. Was ja auch ganz wichtig ist, die sollen ja nicht so wobbly-wobbly da oben dran rumhängen. Und die tue ich ebenfalls ganz grob wieder ausschneiden. Ich mache es wieder bei einem vor. Gut, aufpassen hier. Ihr habt ja diesen Rand hier. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das gut sehen kann. Ich mache das mal gucken, dass ich was unterlegen kann. Vielleicht sieht man es dann. Man hat ja diesen... Hier seht ihr das ganz gut. Diesen Rand hier. Das ist wie so eine Art Schweißnaht, kann man das bald sagen. Da bitte nicht reinschneiden, weil sonst ist nämlich das ganze Bild wieder offen. Dann rutscht das wieder raus, dann ist das nicht mehr einlaminiert und nicht mehr geschützt. So, deswegen immer schön grob hier lang. Natürlich soll es auch so ordentlich wie möglich sein, sonst sieht es ja doof aus. Und vor allem, man muss hier bei der Folie echt immer aufpassen, das reißt schnell ein. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Manchmal bin ich so vorsichtig und trotzdem habe ich hier so einen Ratsch drin. Und dann sieht das auch nicht mal schön aus. Und dann fliegt das bei mir hier in die Ecke und die Schmolle eine Runde. So. 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 Delay. Schön rundrum.
die Naht nicht verletzen. Diejenigen unter uns, die Harz machen, die kennen das, ne? Einmal in die Naht hinein und schon ist das ganze Bild hinüber. Wenn man das dann nämlich eingießt, fließt nämlich das Harz trotz alledem in das geschützte Bild hinein. Und wenn man dann nur so einen Papiersticker hat, sieht der dann nämlich aus wie Otto. Saugt sich voll. So, und dem immer schön hier aufpassen mit der Naht. So, das hübsche Ding habe ich jetzt mit euch zusammen ausgeschnitten. Und ich sehe gerade, ich habe meinen Müllnehmer hier wieder sonst wo stehen. Und die beiden anderen schneide ich schnell so aus. Ich habe eins gemacht. Dann seht ihr mal, ne, wie grob man das ausschneidet. Ich mache schnell die anderen. Bis gleich. So, jetzt sind die drei Stück fertig. Alle ausgeschnitten. Und jetzt gucke ich, wie groß sind die? Ich habe ja nun verschiedene Größen von diesen Dingern hier. Dann gucke ich mir jetzt mal bei den farblichen, da kann man auch mal gucken, was passt farblich. Ich mag, wenn sich so ein bisschen beißt, warum auch immer. Bin da, glaube ich, ein bisschen gaga, was das angeht. So, jetzt tue ich mir von dem so ein paar raus. Ich habe lila, ich habe grün. Und den ganz kleinen, also die sind dafür definitiv zu klein. So, jetzt kann ich gucken, worauf man achtet, ist natürlich hier, habt ihr ja die Stelle, die eingedingsbums wird, also auf die man auf das jeweilige Teil dann drauf stülpt. So, jetzt achtet man auch hier dabei, das muss nicht unbedingt höher sein, wie da, wo dieser, wo das hier so endet. Seht ihr, hier oben endet ja die Klemme praktisch, also dieser zweite Teil. Bis hierhin könnt ihr dann das kleben, wie ihr möchtet. Wie das drüber sieht, man kann es natürlich ein Stückchen machen, aber sieht dann manchmal auch nicht mal so. So, also die Gorgeous könnte ich ja locker mit draufkleben. So, an dem großen sieht natürlich dann das Ding besser aus. Und das, da könnt ihr euch auch austoben. Ich mache jetzt erstmal ganz simpel und einfach die Gorgeous fertig. Und die mache ich mit rosa. So, dann drücke ich mir das hier so ein bisschen, weil er, ich weiß nicht, das rutscht und tut und deut, das nervt mich ein bisschen. So, dann habe ich ja hier mein eingeschweißtes Ding, ne, meine eingeschweißte Gorgeous. Wie gesagt, ich mache die jetzt auch simpel. Er könnte die natürlich auch noch anders. Ich mache jetzt erstmal die eine jetzt ganz simpel und die andere machen wir so ein bisschen hübscher. So, und dann nehmt ihr euch hier nach Farbwunsch, wie auch immer. Ich mache mir gleich ein paar zurecht, weil diese Kreise hier, die brauche ich ein paar Mal. Von daher, mache ich mir jetzt hier so hin. Die müssen nicht unbedingt einlaminiert werden. So, dann lege ich mir meine Gorgeous hier hin. Lege mir diese Klemme hier an. Ich gucke mal, wie es aussieht, wenn man es ein bisschen weiter unten lässt, ob das so funktioniert. Aber ich glaube, es gab ja einen Grund, warum ich das vorhin gesagt habe. So, dann nehme ich meine Heißklebepistole. Und ja, man kann sie direkt hier so ankleben. Ihr könnt aber auch direkt hier so den Klecks hier so dran machen. Nicht sparsam sein mit der Heißklebepistole. Ich nehme am liebsten die. Man kann die, glaube ich, auch mit so doppelseitigem Klebeband. Aber ich finde einfach die Heißklebepistole oder den Heißkleber effektiver. Klebe den Pitcher da hier an. Und damit auf der Gegenseite noch was ist, diesen Au. Das ist unglaublich heiß, der Kleber. Das ist deswegen ja Heißkleber, Logo, ne? Und habe die hier so dran. Und dann kann man die dran pitchen. Jetzt ist es natürlich noch ziemlich. Kann man die dann hier so dran pitchen. Und da ist die Gorgeous fertig. Das ist simpel und einfach. Und hier hinten, ja, kann man dann auch noch schön machen, wenn ihr das möchtet. Ich habe jetzt einfach nur was Simples gemacht. Man kann die Gorgeous auch noch verschönern mit einem kleinen Schleifchen. Das ist, glaube ich, jetzt ganz cool, so ein kleines Schleifchen. Jetzt gucke ich mal, ich habe ja hier mal sämtlichen Quark liegen, ob ich nicht doch noch das Große da rausholen muss. So, hier haben wir ein hübsches kleines Schleifchen. Ja, das sieht schicki aus, ne? So, ein anderes Schleifchen.
Hier ist noch ein gelbes. Das passt auch ganz gut, ne? Das sieht auch schick aus. Hier ist ein rotes. Ich glaube, das gefällt mir sogar besser. Also ich nehme lieber das rote Schleifchen. Und da setze ich auch lieber mal so einen Tucken drauf. Einen Tucken Heißkleber. Weil ich weiß nicht, ob da der Schmucksteinkleber cool ist. So, jetzt habe ich natürlich keine Zahnstocher hier. So ein Mist. Oder doch, habe ich einen Zahnstocher da? Nee, ich habe lange kein Harz mehr gemacht. Jedenfalls so ausführlich, dass ich die gebraucht habe. Ich hab, die ich gegossen habe, die waren nur ein kompletter Guss. Weil mit einem Zahnstocher könnt ihr euch nämlich einfach so ein Stückchen nehmen. Jetzt habe ich auch meinen kleinen Pinscher, aber ich werde hier meinen Spater nehmen. Hier läuft ja mal so ein Stückchen raus. Von der Heißkleberpistole. In diesem Haufen, da habe ich immer hier so ein Ding liegen, so ein Blatt. Da könnt ihr euch so ein bisschen draufsetzen. Da braucht ihr nicht das riesen Ding von der Heißklebepistole zu holen. Wenn es denn hält. Ja gut, vielleicht solltet ihr euch auch das riesen Ding holen. Ja, dann nehme ich hier den Tropfen, der hier gerade rauskommt, mal ab. Was ich an der Heißpistole hasse, ist dieser Faden, den das Zeug immer zieht. Furchtbar. Furchtbar. Echt, da werde ich irre. Geht's euch auch so? So, und jetzt klebe ich hier der süßen Mausi die Schleife an. Sekundenkleber dürfte auch gehen, aber den habe ich gerade hier nicht zur Hand. So, ich meine, das Gute ist ja, dass man das dann am Ende alles schön abziehen kann vom Heißkleber. Und dann haben wir hier den ersten Paperpop. Paperpop heißt nicht Paperpop? Paperclips? Ne, Clips nimmt man nicht, ne? Man kann auch noch, was ich hier, Glitzersteine dran machen, ein Schleifchen hier dran machen, wenn man auf ein größeres Schleifchen abfährt. Da kann man das hier unten, glaube ich, schön kaschieren. Ich habe hier auch noch, aua, ich greife erstmal voll in meinen Kaktus rein. Ich habe hier auch noch ein paar Schleifen. Da kann man hier ganz, ja, das sieht auch ganz niedlich aus, wenn man hier so ein Schleifchen noch mit hin macht. Warum ist es jetzt dunkel? Ist mein Blitz ausgegangen, kann das sein? Ich guck mal. Ja, mein Akku will leer gehen. Jetzt habe ich das schnell angeschlossen. Bei mir geht er dann in den Energiesparmodus und zack, ist dann das Blitzlicht aus. Jetzt muss ich hier alles umwuseln, weil ich jetzt hier die Steckdose hergeholt habe. So, jetzt habe ich ja hier diese Schleifchen, die ja auch richtig süß sind. So eine große sieht, glaube ich, auch ein bisschen arg übertrieben aus, aber diese kleinen. Ja, da ist er wieder, der Blitz. Tada! Diese kleinen sehen doch ganz tuffig und niedlich aus. Die kann man einfach so mit aufkleben. Ich bin nicht genervt. Ich hatte das Thema mit Sonja schon einen Tag. Ich bin so kurzatmig im Moment. Kennt ihr das? Furchtbar. Sonja hat das auch. Ich dachte aus, weil ich so ein bisschen so ein Moppelbobbel bin. Aber nein, Sonja als super dünner hat das auch. So, dann kann man dann hier noch eine zweite Schleife. Mache ich jedenfalls sehr, sehr gern. Noch eine zweite Schleife draufklatschen. Das sind die ganz billigen aus dem Action. Für ein paar Cent 50. Und da kann man auch, wenn man hier ein Böckchen hat, so ein Glitzersteinchen mit draufkleben. Ich mag das unheimlich gern, diese Glitzerkacke damit drauf zu machen. Seht ihr das? Ja, ne? Da kann man auf jeden Fall wieder diesen Schmucksteinkleber nehmen. Dann haben wir den hier so ein bisschen hübsch gemacht. Mir gefällt sehr gut. Wir machen jetzt auch noch einen und den machen wir so ein bisschen, diesen hier machen wir so ein bisschen
Bromboria. Aber ich würde sagen, das ist dann ein zweites Video, damit die nicht so lang sind. Hier haben wir einmal den Paperclip einfach mit der süßen Gorgeous. Und ich mache noch ein zweites Video mit ein bisschen Bromborien oder Primborium, wie man auch immer das nennt, drumherum, damit das nicht so lang wird. Ne? Da könnt ihr euch dann entscheiden, wollt ihr das eine, wollt ihr das andere. Ich stoppe jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen schreibt da drunter. Oder ja, meine E-Mail-Adresse werde ich nachher noch drunter setzen, meine neue. Also ich finde es ganz cool. Gut, ich mache jetzt für das ein separates Video, weil das ist das einfache und dann machen wir das andere mit viel Klimbims. Bis gleich dann, wenn ihr Bock habt. Tschüss.